Demokratie eben eine, die sagt, wir bilden jetzt wirklich keine Regierung, die auch nur irgendwie indirekt, weil es irgendwie angeblich doch die Mitte der Gesellschaft repräsentiert, diese Partei, wirklich keine Regierung, die eben von der abhängig wäre von Stimmen der AfD. So hat etwa Jürgen Habermas seine Bilanz dieser Thüringen-Krise gezogen, dass er auch die Politiker der Unionsparteien gelobt hat, weil er die so verstanden hat. Ein für alle Mal wird jetzt auch mit solchen taktischen Spielen, ja, das sind irgendwie so unsere verlorenen Kinder, diese Parteien müssen die doch irgendwie wieder umarmen können, dass damit eben wirklich ein Schnitt gemacht wurde. Und dann sehe ich aber die Abwehr eben als eine, die dann im politischen Kampf geleistet werden soll und eben so weit wie möglich sozusagen auf Mittel wie Verbot oder Mittel auch des Strafrechts verzichten sollte. Das wäre sicherlich jetzt nochmal ein ganz großes eigenes Thema, aber weil Sie das Stichwort angesprochen haben, das ist ja ein Wortspiel mit wehrhafter Demokratie. Bei der wehrhaften Demokratie ist ja ein klassisches Mittel das Parteienverbot. Da nutzt er nur jetzt, ich kann da einfach nur kurz funken, sozusagen in Sie, in den Raum hineinfunken, meine Meinung sagen, und dann müsste das vielleicht auch bei anderer Gelegenheit, oder Sie sprechen mich hinterher darauf an, wenn Sie sagen, das ist ja völlig verrückt, dann eben diskutiert werden. Aber ich persönlich würde sozusagen als Faustregel sagen, ja, lieber nicht verbieten, sondern lieber den politischen Kampf nicht nur mit Argumenten, sondern eben auch mit Ausnutzen politischer Macht, die Leute eben auch nicht in bestimmte Ämter wählen und so weiter führen. Aber ich möchte jetzt doch noch eins, um eben auch, damit wir das auch ein bisschen ausschöpfen hier, was wir an wechselseitige Anregung und auch aber Anregung zum Widerspruch oder zur Nachfrage haben, ausnutzen, möchte ich noch kurz was zur Verachtung sagen und jetzt doch eine kleine Lanze bei absolutem Verständnis für das, was Sie gesagt haben, eine kleine Lanze für die Verachtung brechen, als Variante, aber wirklich nur Variante für Ihre Strategie. Und zwar mit folgenden Gedanken: Verachtung ist ja das Gegenteil von Achtung. Und Achtung, Respekt, dem begegnen wir sehr, sehr häufig, dass eingefordert wird, man müsse doch für etwas Respekt haben. Es wird zum Beispiel auch gefordert, ja, etwas, was einen man eigentlich ablehnt, zum Beispiel eben wirklich üble Auffassungen über Migranten oder Ausländer. Ja, aber bitte Respekt für die Leute, die trotzdem so denken. Und da würde ich dann zum Beispiel sagen, ja, warum denn eigentlich? Nein, kein Respekt eben dafür. Und man muss das dann nicht schon verachten, wofür man keinen Respekt hat. Aber trotzdem kann ich mir Situationen vorstellen, wo die Verachtung im Sinne von ausdrücklich verweigerter Achtung dafür, für das, was Sie jetzt sagen oder tun, habe ich keine Achtung, und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, ich verachte das, was Sie tun. Ein Beispiel, ein anderes öffentliches Plenum hier vor ein paar Tagen in der anderen Buchmessestadt in Frankfurt. Sie haben es, glaube ich, alle mitbekommen, deswegen brauche ich nur darauf anzuspielen. Boris Palmer, der sich produziert mit seinen üblichen Provokationen, alles ist völlig absehbar, riesige Aufregung auslöst. Da hat zum Beispiel der Moderator dann gesagt, ich breche das jetzt hier ab, ich spiele da nicht weiter mit, soll jemand anders das hier moderieren. Damit hat er so etwas, würde ich sagen, ausgedrückt wie Verachtung, wirklich Verweigerung von Respekt gegenüber dieser Strategie von Palmer, sich dumm zu stellen. Und da würde ich eben sagen, ich würde es ihm vielleicht nicht ins Gesicht sagen, das ist dann auch unfein oder so, aber ich würde es der Sache nach ausdrücken. Ich hasse ihn nicht für das, was er tut. Das wäre auch zu ernst genommen. Er ist letztlich eine Witzfigur. Warum soll man so jemanden hassen? Aber ich verachte das in der Weise, wie er sich dumm stellt und immer wieder dabei aber trotzdem diese Aufmerksamkeitserfolge erzielt. Vielen Dank nochmal für die Einordnung, Frau Kurt. Sie könnten jetzt nochmal zum Abschluss was dazu sagen.